Also jetzt auch hier in unserem kleinen Gehäuse nochmal herzlich willkommen zur nächsten Psalmexegese. Oder ja, man muss immer vorsichtig sein, wenn man das Wort Exegese verwendet. Aber es geht uns ja darum, die Psalmen zu verstehen und sie zu beten. Und das bedingt immer einander. Und da gibt es ja immer eine große Verwirrung, weil uns der Gesamtrahmen, ich habe das hier ein paar Mal gesagt, aber man muss es leider immer sagen, wenn wir uns über die Psalmen unterhalten. Der Gesamtrahmen des Verstehens der Psalmen ist uns eigentlich abhanden gekommen. Das war in vergangenen Jahrhunderten, seit den Zeiten des Neuen Testamentes, das werden wir gerade bei unserem Psalm heute besonders feststellen, ein durchaus lebendiger Rahmen, aber es war ein Rahmen, wie man Psalmen gebetet, gelesen, verstanden hat. Und dieser Rahmen ist durch eine vermeintliche, das ist ja immer im kirchlichen, vor allem im katholischen Kontext so, mit einer Verspätung von manchmal 100 Jahren oder 50 Jahren. Und wir meinen dann immer, wir sind unglaublich modern, aber wir haben eine Verspätung von einem halben Jahrhundert. Das nennt man Cultural Lag, so wie es einen Jetlag gibt, ja. Wenn man irgendwie der Zeit hinterher oder voraus ist, so ist das bei uns auch. Und das, was die Bibelwissenschaft so große Verdienste sie hat, da gerade beim Beten und bei dem Psalmen angerichtet hat, ist ein Fiasko. Das beginnt schon damit, wenn wir einfach nur mal mit dem Text anfangen. Ich habe hier, wo habe ich es? Den Zettel, den Sie in der Hand haben. Das ist die Übersetzung, die wir in der Regel benutzen. Ja? Also aus dem sogenannten Münster-Schwarzacher Psalter, von Alttestamentlern gemacht, die ist ja auch gar nicht übel, die ist vor allen Dingen sehr sanglich, weil wir sie ja deshalb auch benutzen. Die geht natürlich immer vom hebräischen Text aus, das war natürlich das Nonplusultra, sozusagen. Man muss immer alles ursprünglich haben. Und dann tun wir uns schwer damit, wenn wir sagen, was schreibt denn ein Augustinus oder ein Basilius oder der Hieronymus, was schreiben die denn eigentlich dafür Zeug über die Psalmen? Das steht bei mir gar nicht. Weil die natürlich nie den hebräischen Text benutzt haben, sondern immer die sogenannte Septuaginta. Das heißt, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Das ist ungefähr anderthalb Jahrhunderte oder zwei Jahrhunderte vor Christus ist diese, das heißt die Septuaginta von, so sagt das die Legende, von 70 Gelehrten, ist das, und das war im Grunde die Öffnung aus einer sehr eng gefassten jüdischen Gemeinde, auch durch die Beanspruchung, nachdem man auch teilweise in der Diaspora lebte, also nicht nur im Land Israel oder in Palästina, wie immer man das dann sagen oder nennen will, hat man die Schätze des Alten Testamentes, also unseres größeren ersten Teils der Bibel, im Grunde genommen in der damaligen Welt, in die Weltsprachübersetzung bekannt gemacht. Und das hat eine unglaubliche Attraktion ausgelöst. Und das war der Text, den die Väter nicht nur benutzt haben, also die haben natürlich nicht so ein Buch gegriffen wie wir, sondern die kannten sie auswendig. Die kannten die ganze Schrift auswendig. Das ist ein Erbe des Judentums. Das vergessen wir oft sehr schnell, wenn wir sagen, das ist natürlich leicht, wenn ich irgendwie so einen Mitarbeiterstab habe, heute einen Riesencomputer, einen Riesenrechner und vier Assistentinnen oder zwei Assistenten, die mir dann sagen, die Textvarianten und sowas, und dann aber ganz so im teuren Lederdrehstuhl sitze und sage, aber da hat aber Matthäus nicht genau zitiert. Also das ist aber in der Textvariante aber anders, ja. Da könnte man sagen, ja, in Köln würde man sagen, bloß dich jetzt, ja. Also das interessiert ja keinen, den haben keine Textvarianten. Der hat keinen Leiterwagen hinter sich hergezogen mit 70 Bücherrollen drauf, sondern er hat es im Kopf und natürlich im Herz. Und das ist das Erste, was uns heute oft fehlt, dass wir mit der Schrift trotz aller Bemühungen des letzten Konzils nicht vertraut sind. Im Gegenteil, ist genau das Gegenteil eingetreten. Wir haben eine neue Leseordnung bekommen. Das rächt sich natürlich jetzt Jahrzehnte später, die überhaupt null, da gibt es überhaupt keine Tradition für, diese Leseordnung, die wir jetzt haben, mit den Werktagslesungen und so. Wir sehen das ja auch, die Werktagslesungen verschwinden de facto ganz. Es gibt ja kaum noch
eine Gottesdienstgemeinde wie unsere, wir sind in diesem Fall ja vollkommen exotisch. Wir gehören ja im Grunde genommen ohnehin ins Labor, irgendwohin unter aseptischen Umständen, ja, wo jeden Tag Eucharistiefeier ist. Also was soll eine fortlaufende Lesereihe? Selbst die Klöster machen das vielfach nicht mehr, weil sie sagen, warum soll man jetzt am Samstag zum Beispiel, nur weil da freitags, das ist dann ausgefallen durch Peter und Paul, aber die Zerstörung Jerusalems gelesen wird im Königsbuch, warum soll man da diesen Abschnitt aus den Klageliedern lesen? Ja, die Leute werden mir ja alle depressiv in der Messe. Ja, warum sollen wir das machen? Man muss sich sehr bemühen, überhaupt wiederum nicht nur, das ist das Problem, am Ende führt es dazu, nicht die Schrift zu verstehen, sondern das zu verstehen, was sich die Planer der Leseordnung gedacht haben, als sie das ausgesucht haben. Das ist ein Problem. Und das geht uns mit dem Psalm ganz ähnlich. Wenn wir unserem Psalm hier, Psalm 16 oder klassischerweise wäre das Psalm 15, die Deutschen sind die Einzigen, die in ihrer liturgischen Ordnung sind, die Deutschen sind immer vollkommen gründlich, wenn wir es machen, machen wir das richtig, auch wenn keiner überlebt. Ja? Also das wollen wir dann ganz genau machen. Wir sind die Einzigen, die auf die hebräische Zählung gehen und damit alle Bücher durcheinander bringen. Ja, deshalb müssen wir immer in Klammern dann 15 schreiben, weil in allen, auch fremdsprachigen Literaturen, ob sie nach Frankreich gehen ich weiß nicht, ob die Italiener es uns dann nachgemacht haben, aber in allen anderen Ländern gilt die alte Zählung aus der Septuaginta. So, und die alte lateinische Zählung, die seit Hieronymus und älter eigentlich bei uns verbreitet war. Aber nein, siehe, wir machen alles neu. Wir können das, wir machen das. Also bleiben wir jetzt mal bei dem, was auch in der Einleitungsübersetzung steht, bei Psalm 16. Das ist ein sehr bedeutender Psalm, allein schon deshalb, weil er im Neuen Testament zitiert wird. Gleich zweimal. Und das in der Apostelgeschichte. Und das ist vielleicht noch ein schöner Beitrag. Deshalb war es gut, dass wir es doch verlegt haben, dass es vor 14 Tagen nicht ging, weil es nochmal ein ganz aktueller Beitrag auch, oder früher hatten wir gesagt, wir sind noch in der Oktav von Peter und Paul, das gibt es ja nicht mehr, weil wir diesen Psalm in den Predigten der Apostelgeschichte einmal bei Petrus und einmal bei Paulus finden. Einmal bei Petrus in der Pfingstpredigt und einmal bei Paulus in Antiochia in Pisidien. Weshalb, es ist natürlich jetzt immer so innen zu sagen, oh, die waren so unterschiedlich und die waren so schrecklich und dann hatten sie noch einen Krach miteinander. Okay, diese Seite gibt es auch, aber was wir doch oft unterbelichten, ist auch die andere Seite, die verbindende. Ich finde das eine sehr interessante Beobachtung, dass gerade unser Psalm, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, von diesen beiden so sehr unterschiedlichen Aposteln aber doch benutzt wird. Und zwar immer, wenn es um die Predigt, darum geht es eigentlich immer, in jeder Predigt, um die Verkündigung des auferstandenen Christus geht. Wir lesen mal eben den Text, wie er hier, wie er uns vielleicht vertraut ist, hoffe ich jedenfalls ein bisschen. Er kommt ja bei uns eigentlich nur in den Vigilien der ersten Woche vor. Oder eben an bestimmten Festen in der Auswahl. Und dann, ich lese ihn in dieser Übersetzung mal und dann lese ich anschließend mal eine Übersetzung aus der Septuaginta. Und Sie verfolgen vielleicht dann nochmal den Text, den ich hier gelesen habe. Behüte mich Gott, denn ich flüchte zu dir. Ich sage zum Herrn, mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein. Über die Heiligen, die im Lande sind, sage ich, und über die Herrlichen, die mir so gefielen? Wer einem anderen Gott nachläuft, dessen Schmerzen mehren sich. Nie mehr will ich ihnen Opferblut spenden und nie mehr nehme ich ihren Namen auf die Lippen. Herr, du bist mein Anteil und Becher, du selber hältst mein Los in der Hand. Die Messschnur fiel mir auf liebliches Land, ja, mein Erbe gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mir Rat erteilt, selbst zur Nacht ermahnt mich mein Gewissen. Ich stelle mir den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich werde nicht wanken. Darum freut sich mein Herz, meine Seele ist fröhlich, sorglos ruht auch mein Leib. Denn du gibst mich nicht preis der Unterwelt, deinen Frommen lässt du nicht schauen die Grube. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle. Zu deiner Rechten ist Wonne auf ewig.
Behüte mich, Herr, denn meine Hoffnung ist bei dir. Ich sprach zum Herrn, mein Herr bist du, denn meine Güter brauchst du nicht. An den Heiligen, die in seinem Land sind, tat der Herr wunderbar all seinen Willen in ihnen. Zahlreich sind die Schwächen der Sünder, doch danach sind sie schnell geworden. Niemals will ich ihre blutigen Zusammenkünfte versammeln, noch ihrer Namen gedenken mit meinen Lippen. Der Herr ist der Anteil meines Erbes und meines Kelchs. Du bist es, der mir mein Erbe wiedergibt. Die Messseile fielen mir auf Herrscherland. Ja, mein Erbe ist mir die Herrschaft. Segnen will ich den Herrn, der mir Einsicht gab. Dazu haben mich auch bis in die Nacht meine Nieren ermahnt. Vor Augen steht mir der Herr immer da, denn zu meiner Rechten ist er, damit ich nicht wanke. Deshalb freute sich mein Herz und es frohlockte meine Zunge. Dazu wird auch mein Fleisch in Hoffnung wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht in der Unterwelt lassen, noch deinen Frommen zu sehen geben verderben. Du zeigtest mir die Wege zum Leben. Du wirst mich mit Freude erfüllen mit deinem Angesicht. Wonne ist in deiner Rechten für immer. Also er ist ja noch wieder zu erkennen. Ja? So ist es nicht, als hätten wir einen vollkommen anderen Text vor uns. Aber natürlich hat es andere Gegebenheiten. Ich will vielleicht noch mal vorausschicken eine ganz allgemeine Bemerkung von Alexander Schmemann, was der zum Psalter sagt und weshalb die Psalmen so wichtig sind. Man kann das heute immer wieder hören, dass sie sagen, ach, und viele verabschieden sich auch davon, bis dahin, dass sie auch das Brevier liegen lassen und sagen, diese ganzen Psalmen, das hat keine Bedeutung mehr, wie wir das so in unserem Subjektivismus und Individualismus immer sagen, das spricht mich nicht mehr an. Und da geht mir eben auf Zen-Meditation. Setzt sich vor so eine blöde Wand und guckt die eine Stunde an und meint, man hätte irgendwas was Christliches gemacht. Das ist natürlich ein Fehlurteil. Ich will da mal, ich habe das ja schon unterschiedlich gemacht mit André Louf oder mit ganz unterschiedlichen Leuten, die wirklich sehr geistlich nochmal versucht haben. Man muss schon suchen, bis man das findet, dass das treffend gesagt ist. Es gibt eine Unmenge von Publikationen über die Psalmen, auch neuere, aber die manchmal treffen die so den Punkt nicht. Ja, das ist wird viel, viel geschrieben, aber nichts gesagt. Und ich fand jetzt hier neulich bei Alexander Schmemann noch einmal das so auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Psalmen sind nicht nur der prophetische und liturgische Höhepunkt des Alten Testamentes. Sie sind so etwas wie eine Offenbarung in der Offenbarung. Wenn die ganze Schrift über Christus weissagt, so liegt die außerordentliche Bedeutung der Psalmen darin, dass Christus in ihnen gleichsam von innen heraus offenbart wird. Sie sind sein Wort und sein Gebet. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weshalb die Christen von Anfang an Psalmen beten und auch wie sie sie verwenden, indem, wenn sie versuchen, Christus zu verkündigen, Christus zu verstehen, das sehen wir ja gerade bei den Aposteln, dieser Petrus und die ganze andere Truppe muss sich ja unglaublich anstrengen. Das ist das, was uns das Lukas-Evangelium oder andere Evangelien sagen, eröffnet ihnen das Verständnis der Schrift. Denn noch wussten sie nicht, sagt das Johannes-Evangelium, das einzuordnen, wie das geht mit der Auferstehung. Oder wieso, wenn der Messias ist, okay, da hatten sie jetzt so ein paar Anhaltspunkte für, da haben sie auch manchmal ein bisschen großmäulig bekannt, das haben wir am Freitag im Evangelium gehört, aber die Linie auszuziehen und dann alles zu sehen und dass der dann am Kreuz endet und dass diese Katastrophe dann eben nicht das Ende ist, all das, ja, man findet das all das, wenn man will, wenn man in rechter Weise liest, in den Psalmen. Deshalb Offenbarung in der Offenbarung. Christus wird in ihnen von innen heraus offenbart, weil sie sein Wort und sein Gebet sind. Christus selbst ist es, der in den Psalmen spricht, sagt Augustinus. Ja? Ipse Dominus Jesus Christus locutus. Er ist der Sprechende,
in dem Psalm. Und weil sie seine Worte sind, sind sie automatisch unsere Worte. Warum? Weil wir sein Leib sind. Also wir beten mit ihm als sein Leib, die Kirche. Wenn Christus in dem Psalmen betet, beten wir mit ihm. Das heißt noch nicht automatisch, dass wir alles verstehen. Aber es ist doch schon ein Akt für sich, zu wissen, ich bete mit Christus. Das ist doch schon, eigentlich würde das schon langen. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Augustinus sagt, in diesem Buch redet, betet und weint nur Jesus Christus und seine Kirche. Redet, betet und weint. Die vielen Glieder, verbunden im Band der Liebe und des Friedens unter einem Haupt, unserem Erlöser, begründen, wie du weißt, einen Leib. Und ihre Stimme lassen die Psalmen wie die Stimme eines Einzigen ertönen, der für alle bittet, weil alle in ihm eins sind. Das ist immer Augustinus. Das ist der Sinn, weshalb wir Psalmen liturgisch gebrauchen und weshalb wir im Grunde genommen fast als Korpus des Betens, mit allem, was sich da angelagert hat und im Grunde genommen das Korpus des Betens ist vom Beginn an, sind die Psalmen. Ich wollte das noch einmal gern in Erinnerung rufen. So, zu diesem Psalm. Sie werden sich vielleicht über das Plakat gewundert haben. Was ist das denn jetzt für ein Ding hier? Ja, ich meine, man muss ja immer irgendwie ein bisschen auch interessant sein, aber Todesanzeige oder Lebenszeugnis, ja, wahrscheinlich haben einige gedacht, es gibt jetzt irgendwie einen Vortrag über Abtreibung oder was weiß ich, über was man da alles machen kann, das wäre auch wichtig. Ja. Aber wo kommt das her? Das finden wir gar nicht auf unserem Blatt, denn das ist die Überschrift des Psalms. Und diese Gegenüberstellung, die hat mit, ich muss den gerade aufschlagen, diese Gegenüberstellung kommt von, was? Oh, ich hätte es mir fast denken können. Was? Wieso haben die das denn hier nicht? Oh, es kann sein, dass es nur, das weiß ich jetzt nicht. Wieso ist denn hier die Überschrift nicht drauf? Also, die Überschrift heißt eigentlich in der Heiligen Schrift, aber unsere eigene Übersetzung bringt das nicht. Wahrscheinlich finden Sie das zu schwierig. Wir werden ja immer so ein bisschen auf Kindergartenniveau gehalten in der Heiligen Schrift. Wir verstehen nichts. Deshalb gibt es ja immer Überschriften, die mit der Heiligen Schrift nichts zu tun haben. Ja? Also hier ist die Überschrift: Gott, Anteil und Leben seiner Getreuen. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich das nicht gelesen kann. Viele aber meinen, das sei die Heilige Schrift, aber das ist nur eine Kommission. Ja. Ist irgendwie 2010 wahrscheinlich ausgedacht und dahingeschrieben worden. Man muss diese Sachen alles, es gibt leider keine Heilige Schrift, wo dieser ganze Firlefanz fehlt. Die Überschrift heißt eine Säuleninschrift Davids, heißt die Überschrift. Und der Hieronymus, die Väter denken natürlich auch über die Überschriften nach, nicht nur über den Text, der dann eigentlich gebetet wird oder der Gebet ist. Und der Hieronymus ist der Erste, der darauf aufmerksam macht, was ist das eigentlich? Ist das eigentlich eine Grabesinschrift oder ist das etwas anderes? Ist das eine Siegesinschrift? Und das ist der erste Punkt, wo die Väter genau den Kern dieses Psalms erfassen. Die sagen, auf den Grüften, sagt Hieronymus, Grabmälern und Einrichtungen, welche die Körper von den Toten einschließen, finden wir solche Inschriften. Oder als Inschrift auf einem Siegerdenkmal. Und dieser Psalm ist eigentlich beides. Denn da ist von der Grube die Rede, da ist von der Verwesung die Rede und es ist aber zugleich davon die Rede, dass der Auserwählte Gottes eben diese Grube nicht schaut. Also gibt es schon beides. Oder Eusebius sagt diesen schönen Satz, bei diesem Psalm handelt es sich um eine Prophetie vom Sieg Christi über den Tod, der in der Auferstehung sichtbar wird. Deshalb ist dieser Psalm so bedeutend, weil er genau in diesem Sinn im Neuen Testament vorkommt. In der Apostelgeschichte von diesen beiden Apostelfürsten, nutzen wir mal diesen Ausdruck, benutzt wird. Als Beleg dafür, dass schon in der Prophezeiung über Christus
dass in den Psalmen, also der Urahn, wie das dann in der Pfingstpredigt, also der beide Apostel führen das im Grunde genommen aus, dass David schon ein Wort sagt, das ja bis dahin nicht in Erfüllung gegangen ist. Matthias, guckst du mal gerade, dass jemand in die Kirche gekommen. Also man kann ja bis zur Auferstehung Christi, kann man ja wahrscheinlich nicht davon sprechen, aber was heißt das? Gibt es denn bis zur Auferstehung Christi keine Getreuen? Was bedeutet das hier? Wer betet denn da, wenn da gesprochen wird, wenn David da betet, du gibst mich nicht preis der Unterwelt, deinen Frommen lässt du nicht schauen, wie ich wohne. Wir finden ja viele solcher Worte, die sich in, die gilt eigentlich für jede Schrift auch, aber für manche dann nochmal in ganz spezifischer Weise, die sich nicht nur im ersten Lesen oder auch im wiederholten Lesen und Meditieren nicht in sich selber erschöpfen. Natürlich diese berühmte Stelle mit der seht die Jungfrau wird empfangen bei Jesaja. Natürlich überschlagen sich alle Testamente und sagen, natürlich, das ist keine Prophetie, das ist eine Quatsch, da geht es eben um die junge Frau von dem König, die kriegt halt dann ein Kind. Ja, das ist schön, es sind schon mehr Kinder auf die Welt gekommen, das wissen wir, das wussten wir schon. Ja. So. Und das ist aber das Heilszeichen. Ja, aber dennoch, selbst im Alten Testament und auch später weiß man irgendwie, warum eine so wuchtige Weisheit nach dem Motto, ja, pass auf, deine Frau wird schwanger werden. Ja. Was ist jetzt daran Besonderes? Es gibt Passagen in der Genesis, da reißen die Schwangerschaften gar nicht ab. Ja. Bei Jakob, das nimmt gar kein Ende an den Schwangerschaften. Ja. Und das ist ja auch, unsere Wirklichkeit ist ja immer noch nicht so weit weg, dass das normal war. Dass Frauen im Grunde genommen, solange sie fruchtbar sein konnten, permanent schwanger waren. Also worin liegt dann das Besondere? So viel. Christus selbst, sein Leben und Sterben und Auferstehung ist sozusagen die Inschrift dieses Psalms. Das ist der Punkt. Natürlich die Väter, auf die ich besonders jetzt eingehe, weil das für das kirchliche Verständnis der Psalmen so wichtig ist, für das christliche Verständnis, die wissen natürlich schon auch, es kann auch natürlich zu den ursprünglichen Sprechern des Volkes Israel oder ein einzelner Beter Israels. Ja. Dann spricht dieser Psalm, sagen die Väter, vom Leiden Gottes an seinem Volk. Und diese Geschichte ist ja auch mit Israel nicht zu Ende. Also wir können ja nicht einfach sagen, das war so schrecklich mit Israel. Ja, die Psalmen erzählen immer davon, die haben ja nie gehört, das hat ja nie funktioniert, ja und das hat mit der Kirche ist das jetzt anders. Da bin ich ja beruhigt. Diesen Weg gehen wir viel zu selten, auch in der Exegese zu sagen, ja mein Gott, wir übertrumpfen in unserem Ungehorsam manchmal Israel. Das ist unglaublich. Ja? In unserem Nicht-Hören-Wollen, in dieser ganzen Bockigkeit, ja. Und in dem dann knien wir uns dann wieder die Knie rund, ja, und bitten die Gott um alles und jedes und so. Und dann kriegen wir das auch in Fülle, ja, und dann geht es schon wieder genau anders. Ja. Wieder, das sagen die Psalmen. Und die sprechen in diesem Sinne ja dann auch von der Kirche, das müssen wir dann auch sagen. Ja. Als sie in der Wüste da rummachen und sagen, oh, scheiß Mann, da kann man nicht mehr sehen, ja, wollen wir macht richtig, dass sie zwischen die Zähne haben, wenn man auf Fleisch haben. Also kriegen sie Wachteln vom Meer, ja. Und der liebe Gott sagt, okay, wenn ihr das Fleisch bei euch zum Hals aushängt. Ja. Der Psalm sagt, noch war die Speise nicht in ihrem Mund. Noch war die Speise nicht in ihrem Mund. Wie geht das denn schon weiter? Ja, das ist nicht richtig. Die sind nicht richtig durch oder was weiß ich, die sind zäh oder sie sind was weiß ich, oder sie sind nicht richtig zu, oder nicht richtig mariniert oder was. Irgendwas gibt es doch immer zu meckern. Das ist auch das geistliche Echo bei den, vor allen Dingen bei den Mönchsvätern, die bis hinein in die Bendix-Regel sagen, dieses Murren, diese permanente Meckerei, ja, die ja sehr verbreitet ist, ja, ich nehme mich da gar nicht aus, ja, weil wir immer was finden. Ja. Und wenn wir nichts finden,
gehen wir schnell online und lesen Cutnet oder sonst irgendwas, da gibt es bestimmt was zu meckern. Ja. Irgendeine Startseite vom YouTube hat bestimmt immer irgendwas abgesondert, ja, wo es sich lohnt zu meckern. Bestimmt. Ja. Also da ist so das kein Mangel dran. Also. Und das ist genau das Verhalten Israels, das ist natürlich auch genauso für die Kirche gilt. Gut, gehen wir mal den Zahlen weiter. Dieser schöne Vers 2, ich habe hier die Zählung weggelassen, das ist mir zu spät aufgefallen, aber wir sind ja noch einigermaßen, wir sind ja überschaubar. Also ich sprach zum Herrn, mein Herr bist du. Und dann heißt es hier, mein ganzes Glück bist du allein. Das ist sehr umstritten. Nach der Septuaginta heißt es, mein Herr bist du, weil du des Guten nicht bedarfst. Also, alle anderen Herren sind deshalb Herren, klassische marxische Dialektik, die wir jetzt hier ausbreiten, das ist natürlich die Jubiläumsjahr, wir müssen ein bisschen auch mal die Bücher halten, um das dann nicht zu versichern, dass wir mitreden können. Ja. Die Herren gibt es nur, weil es entsprechende Sklaven gibt. Also, weil es keine Untertanen, keine Ausgebeuteten gibt, gibt es auch keine Ausbeute. Also, der Herr dieser Welt definiert sich darüber, dass er andere unter sich hat, sonst ist er gar kein Herr. Ja? Darauf gibt schon der Psalm 16 eine Antwort. Also, das kennt man mit den guten Marx, mit dem so mythischen Haushalt haben. Das ist irgendwas, der Psalm gelesen hat, da hätte sich schon viel, viel Themen sparen können. Ja? Da gibt es einen, der betet, mein Herr bist du, weil du meines Guten nicht bedarfst. Das ist ein Herr, der sich nicht darüber definiert, dass er Sklaven hat. Also einer der Väter sagt, ich sage ihm auch gleich wer, das ist Augustinus wieder, Gott braucht keine Knechte, aber die Knechte brauchen Gott. Du bist also gar nicht in Wahrheit Herr, wenn du auf einen, der unter dir steht, angewiesen bist, jener aber ist in Wahrheit der Herr, der nichts von uns sucht. Der braucht nichts von uns. Das ist ja manchmal, wenn wir sagen, ja, wozu beten wir denn überhaupt? Oder wozu gehe ich sonntags in der Messe? In die Messe? Sind die Gott darauf angewiesen? Oder weil jetzt nur noch so wenig geht, ist er dann weniger Gott? Wird er dann schwächer? Oder wie beim Baal, was wir mit Elia gehört haben, schläft er dann? Oder bruncht er selber im Himmel, wie das die meisten anderen machen? Oder so macht er das auch so? In einer der Werkspräfationen im Messbuch ist dieser Gedanke aufgenommen, der ist ganz schön. Du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Das ist eine schöne Formulierung. Und es gibt, ich komme gleich noch eine tiefere und ältere Formulierung als diese Präfation. Nicht nur, dass er von niemandem etwas zu empfangen braucht, er schenkt allen alles. Sogar den eigenen Sohn gibt er hin für die ihm Widerstand leistenden Knechte. Er schenkt sogar die Möglichkeit, ihm etwas zu schenken, nämlich in den Armen, in denen der bedürftige Christus Speise und alles andere empfängt, sagt Origenes, in der alte, etwas verfehlte Kirchenlehrer, den wir doch noch durchaus in Ehren halten wollen. Und das ist eine ganz starke Ideengeber war für viele andere, die dann nachgekommen sind. Menschen opfern Gott Gaben und bieten ihm ihre Dienste an, doch dem Schöpfer der ganzen Welt gehört alles und nur aus seinen Gaben kann ihm etwas gebracht werden. Gott verlangt Einhaltung seiner Gebote, damit die Betenden Zugang zu ihm, ihrem einzigen Glück, bekommen, sagt Lydimus, einer der Väter. Es gibt eine sehr schöne, der Schmidt wird das wissen, wenn es das drauf. Eine sehr schöne Passage in der Chrysostomus-Liturgie, in der ostkirchlichen Liturgie, die das im Grunde genommen nochmal ganz stark zum Ausdruck bringt und bündelt. Nämlich mitten in der Anapha, also im eucharistischen Hochgebet. Ja. Wenn der Priester dann sagt, ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, das ist ja vertraut, ist ja ganz ehrlich bei uns, trinket alle darauf, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Amen.
Und dann betet der Priester weiter. Eingedenk also dieses heilbringenden Auftrages des Erlösers und all dessen, was für uns geschehen ist, des Kreuzes, des Grabes, der Auferstehung am dritten Tag, der Himmelfahrt, des Sitzens zur Rechten, der zweiten und glorreichen Wiederkehr, bringen wir dir da das Deinige von dem Deinigen. In allem und für alle. Das ist großartig. Wir bringen dir da, also das ist ja manchmal, wenn wir heute so in diese katholische Schlacht da in so aufstellen, ja, dieses Volk am Bruder läuft und sagen, ja, die Messe ist sozusagen so ein Meeting, so ein Happening, so ein Sit-In, ja, mit Austauschen, dann tut das irgendwie was teilen, ja. Da kommt die andere Schlacht rein, die steht gegenüber, bis an die Zelle und sagt, das ist ein Opfer! Ja, sozusagen, da wird geschlachtet auf dem Altar, ja, aber das findet ja auch irgendwie gar nicht mehr statt. Ja. So. Das löst sich hier, wenn ich das ernst nehme. Wir bringen dir da das Deinige von dem Deinigen. Wir haben gar nichts dazu. Wir haben gar nichts. Das, was wir hinhalten können im Gebet, auch in den eucharistischen Gaben, hat er uns zuerst geschenkt. Also diese Formulierung ist im Grunde genommen wie eine ganze Zusammenfassung dieses Psalms. Und geht aus eben von dem Vers, mein Herr bist du, weil du des Guten nicht bedarfst. Du hast alles gehört hier. Deshalb bist du der wahre Herr, weil das nicht in so einer Hackordnung oder in dieser Fahrerfahrerei oben buckeln und nach unten drehen, das gibt es hier nicht. Und deshalb kann Jesus dann zu den Aposteln sagen, bei euch aber soll es so nicht sein. Ja? Ihr wisst, wie die Herren dieser Welt sind. Die kennen wir. Aber hier ist etwas anderes.